Ja, die Mannschaft von Bartosz Gaul schwebt aktuell auf Wolke 7 in der Regionalliga Südwest. Nach 15 Spieltagen steht die U23 des FSV Mainz 05 auf Rang 2 in der Tabelle und ist punktgleich mit Tabellenführer Ulm. Beim heutigen Gegner im Stadtderby sieht das Ganze schon etwas anders aus. Schott Mainz steckte mitten im Abstiegskampf, konnte aber unter der Woche gegen Schlusslicht Waldorf ganz wichtige 3 Punkte einfahren. Und die Gäste in den schwarzen Trikots legen auch gleich munter los. Wir sind noch in der Anfangsphase. Das ist Bakirsu und der sieht Portmann in der Mitte. Erste Torannäherung des TSV. Der FSV reagiert sofort und zeigt sich gleich auch mal in der Offensive. 11. Minute. Der Ball läuft schön durch die Reihen. Fichtner im Doppelpass mit Paul Nebel. Und an langem Pfosten, da wartet Rösch. 1-0 Mainz. Das Team von Bartosz Gaul schlägt erneut früh zu. Aber das ist auch klasse herausgespielt. Schott kommt da überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Und Romario Rösch muss dann nur noch einschieben. Von da an ist der FSV die dominantere Mannschaft, allerdings ohne wirkliche Torchancen. Da ist so ein Abschluss wie von Matondo Papela schon ein echtes Highlight. Somit bleibt es nach 45 Minuten auch bei diesem einen Treffer. Der FSV hat defensiv alles im Griff, könnte aber im Angriff noch etwas zulegen. Und das scheint Bartosz Gaul genauso zu sehen, denn die 05er kommen mit deutlich mehr Durchschlagskraft aus der Kabine. Das ist Behadil Sabani mit dem ersten Abschluss im zweiten Durchgang. Kein Problem für Jonas Weyand. Von Schott ist offensiv nach wie vor wenig zu sehen. Dafür traut sich jetzt Mizuta mal was. Feines Zuspiel auf Brandstätter. Brandstätter! Beste Möglichkeit bisher in Durchgang Nummer 2. Wir gehen schon langsam in die Schlussphase. Jetzt traut sich der TSV auch mal nach vorne. Schön verlängert in den Lauf von Celik, aber dessen Abschluss ist dann zu zentral. Ansonsten hat der FSV hier alles im Griff und in der 66. Minute die Chance auf die Entscheidung. Brandstätter scheitert erneut an Jonas Weyand. Der Schlussmann hält seine Mannschaft bis in die Nachspielzeit im Spiel. Dann nochmal ein Einwurf für den TSV und der Abpraller landet bei Silas Schwarz. Aber das ist zu wenig, um Lasse Ries zu bezwingen. So bleibt es am Ende beim knappen, aber verdienten 1:0 Erfolg der 05er, die dadurch mit Tabellenführer Ulm punktgleich an der Spitze bleiben. Am Mikrofon Bartosz Gaul mit seinem Fazit zu dieser Partie. Erste Halbzeit war ich nicht zufrieden, weil wir uns zu viel einfach mit Dingen beschäftigt haben, was das Spiel mit Ball angeht, da auch nur Lösungen gesucht haben. Aber im Derby brauchst du halt auch eine gewisse Stabilität gegen den Ball, eine gewisse Aggressivität gegen den Ball. Und da hat einfach die Intensität gegen den Ball gar nicht gestimmt. Auch die Intensität nach Ballverlust war nicht gut. Da waren wir immer wieder schleppend in den Zweikämpfen drin, kamen in vielen Situationen zu spät. Wo man dann auch gesehen hat, dass Schott natürlich eine gewisse Qualität im Spiel nach vorne hat. Also die spielen die Sachen schon brutal mit viel Tempo nach vorne, kamen zu keinen klaren Torchancen, wie ich finde, aber schon immer wieder zu Durchbrüchen über die Außenpositionen, wo sie dann ja leider die Flanke dann nicht präzise genug gebracht haben und wir dann in der ersten Halbzeit das Tor zumindest super herausspielen. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv gewesen und haben uns dann für die zweite Halbzeit vorgenommen, an der Intensität zu schrauben, genau an den Dingen, die ich gerade angesprochen habe. Das habe ich mit den Jungs auch so besprochen. Romario Rösch hält die Aufstiegsträume des FSV also weiter am Leben. Kommenden Samstag gilt es in Pirmasens, dann nachzulegen.